Ach du Jemine, guten Morgen, lieber Schemini. Sehr gut, nur so, ne? Hast du Artischocken? Ja, französisch. Bist du sicher? Da. Oh, Michi, ja, da kann ich. Das ist auch natürlich jetzt ein Produkt des die deutschen Franzosen, Italiener natürlich lieben. Ist auch natürlich ein Schweinearbeit, es ist viel, viel Abfall. Genau, die nehme ich mal mit, weil die sind das ganze Jahr in der Küche sozusagen und schmecken auch ganz toll und ist natürlich hochwertig. Ne? So, das war's mit dem Einkauf. Jetzt gehen wir in die Küche und gehen wir Vollgas. Es macht auch Spaß, wie gesagt, das anzugucken, wie sauber und sorgfältig er filetiert. Schauen super aus, gell? Ohne Ei, nur mit Mehl, Wasser und Kartoffeln, gell? Ich stehe normalerweise hier und tue den Teller raus tun und dann die schießen links und rechts mit den ganzen Zutaten und ich richte dann an. Und die muss in Absprache miteinander immer halten. Und natürlich, wenn viel los ist, mit anrichten. Ja. Ganz in der Licht, genau. Würdest du bald rechts anrichten, dass er Vollgas drauf geht. Ja, jetzt haben wir jetzt die erste Vorspeise. Das ist der gepoppte Kabeljau auf einen Salat vom Daikon-Rettich, Shiitake-Pilsen, Shimichi und einem Nori-Eis. Also das ist eine erstklassige so Variation von unserer Küche halt. Ne? Das nicht, too much. Jawohl. Jetzt haben wir keine richtige Sauce Rui gemacht heimlich, sondern eher eine Püree, ja? So, was ist das jetzt hier alles? Das ist jetzt Sobrasada, das ist eine spanische Art so Schinken, so ein Aufstrich mit Chorizo und Schweinefleisch. Also Paprika ist nämlich leicht scharf. Dann tun wir mal ein kleines bisschen Pesto auf diese Geschichte. Das ist jetzt ganz, ganz anders zu dem ersten Gericht. Jetzt gehen wir fast ins Mediterran. Ne? Also ist es nicht nur euroasiatisch, was wir hier kochen. Man sieht auch von den Farben auch, das ist ziemlich appetitlich ist. Und da haben wir zum Schluss haben wir jetzt unser Goma-Dressing, unser Sesam-Dressing. Das gehen wir dann ein bisschen über das Ganze drüber. Das rundet das Ganze noch ein bisschen ab.
Okay, Ladies, zweimal. Tisch 1, ne? Dreimal Kabeljau und einmal Raskas bei der Vorspeise. Oder würde ich sagen, machst du einen Butz, machst du Steinbutt. Es geht mal, die wollen die Kruste nicht haben. Dreimal Ravioli, einmal Gamberetti, vier Hauptgang, vier Dessert. Okay, dann zweimal die Vorspeise noch. Auch schon mal. Müsste jetzt schon 5 Lager Bier da schleppen, oder? Anna, die Notmilch fertig ist. Jawohl. Pfefferschaum ist. So, jetzt haben wir hier unser Hauptganggemüse. Das Dunkle, das sieht aus wie rote Beete, ist aber zwar Urkarotten. Und das hat er jetzt, Klaus, das gemacht mit ein bisschen Brokkoli, ganz kurz gedunstet, dann mit angebraten fürs Geschmack und Schwarzwürze. Der Jus, weil es jetzt alles vom Grill kommt, ist ein schwarzer Kardamom, Auberginen-Jus mit ein bisschen Lagavulin-Whisky. Das hier ist eine Celery-Püree mit viel Nussbutter. Dann hat er seine Schmorzwiebeln. Das tut er jetzt ein kleines bisschen Schnitti oben drauf auf das Zwiebeln. Natürlich hier in diesem Haus, und es ist in vielen Häusern so, dass die Beilage sind unglaublich wichtig, ne? Jetzt haben wir hier unsere Fleisch vom Grill. Sieht optimal aus auf Ihnen. Perfekt, perfekt gebraten. Da ist er natürlich sehr gut gebildet. Und das, was er tut auf diesem Posten. Was ist das jetzt? Das ist jetzt eine Zwiebeln, rote Beete Chip. Jetzt haben wir hier ein bisschen Pfefferschaum drauf. Und zack. Heimi, du bist da auf 14, ne? Jawohl. Okay, einmal Steinbutt haben wir hier und dreimal Kabeljau. Es geht alles auf 17. Einmal Steinbutt, ne? Laura, sagst du Bescheid, dass zweimal Besteck für Flo bei Gelegenheit und Diane. Die kriegen einen Gang auf Haus. Reihenfolge, Kabeljau, Raskas, Gambaretti, Ente. Ja? Ravioli, Hauptgang und Dessert. Jawohl. Dann nehmen wir mal zweimal die Muscheln, Teller Franz, bitte. Kommt an, gell? Genau. Dann machen wir mal viermal Raskas, bitte. Raskas 3 Minuten, bitte. Und wir haben einen Burger für die Lounge. Jetzt heute machen wir alles. Mal eine Rotwein Radicchio Trevisiano Risotto. Und da kommt jetzt eine gedünstete Seezungefilet oben drauf. Bedeckte mit Champagnerschaum. Und ein bisschen Frische. Radicchio auch mit rein. Wie man sieht, jetzt ist es eigentlich ist es ein Klassiker, diese gedünstete, aber eigentlich nicht so typisch für Radicchio, so ein Rotwein-Risotto. Dennoch dazu ein bisschen was
Scharfes noch dabei, ist frisch geriebener Meerrettich. Und fertig ist es, ne? Wie man sieht auch, wir machen ziemlich viel mit Fisch, ne? Also ist natürlich das, was ich liebe. Auf eins bitte, Heimi. Das ist Seezunge. Ich würde es jetzt ein bisschen anders anrichten. Ich mache das einfach ein bisschen, ich wechsle teilweise während des Anrichtens, tue mein Leben am Anfang ein bisschen schwer und dann finde ich mal raus, wie geht es am schnellsten. Ne? Sehr schön. Super. Sehr schön. Klaus, tust du mir ein bisschen anmachen und die Salat drauf. Das ist jetzt unsere Knurrhahn. Ja. Fenchelpüree, das ist eigentlich auch eine schöne Kombi mit, sag ich mal, Schweinefleisch, mit Fenchel, mit Safran, mit Tomaten. Und so eine Fisch verträgt sowas, ne? Der ist eigentlich typisch für sowas wie, ähnlich wie Raskas für ein Bouillabaisse oder sowas, ne? Ist eigentlich jetzt, würde ich sagen, perfekt für den Sommer auch, ja? Nicht nur Winter, aber das auf die Terrasse. Mit 30 Grad, schöner Weißwein dazu. Ja. Also wir haben natürlich, wir sind hier in einem Hotel, wir haben einen Zimmerservice und wir haben einen Lounge und einen Barbereich. Ne? Und dafür, ich meine, die wollen nicht 4, 5 bis 8 Gänge essen, sondern eine Kleinigkeit oder einen Sattmacher. Und natürlich, jeder isst gerne einen Burger. Ne? Und mit unserer Big Green Egg da hinten können wir die richtig schön Power geben. Ne? Und ein Ravioli weiter, da sind die schon drin. Mit Bohnenpresse bitte. Jawohl. Abgerufen, zweimal hast du abgerufen, ne? Well. Das ist schon, man merkt schon, dass kein Kamera auf uns drauf, ne? Das ist ein Gang für Sommer, ich sag's dir doch. Oder? Kochen ist für mich absolutes Leidenschaft. Kochen ist für mich, entweder hat man das oder hat man das gar nicht. Kochen ist eine Respektgeschichte. Kochen ist Selbstdisziplin. Kochen ist Bauch. Kochen ist Charakter. It was roast beef.